Du kannst mir natürlich gerne auch mal reinschreiben, welche, upsala, welche Disney-Figur du gerne dann mal sehen möchtest zu spielen. Großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und das ist Tinkerbell und du siehst Disney Infinity. Ich bin hier in meinem Toybox-Hub und du siehst, es ist alles noch ganz weiß. Nichts ist passiert. Das Spiel steht sozusagen komplett auf Null. Ich hatte das zwar auf meinem Kanal schon mal gezeigt, aber seitdem ist viel bei Disney Infinity passiert, denn die Server sind ja dicht gemacht worden. Das heißt, man kann keine Toyboxen so mehr spielen. Dafür habe ich aber alle Charaktere frei, muss auch noch mal bei Null anfangen, denn Null ist auch der Level meiner Charaktere. Und ich würde sagen, ich spiele mir jetzt erstmal den Toybox-Hub hier frei, oder? Und fang an hier. Hallo! Disney Infinity-Figuren verfügen über eine Vielzahl von Bewegungen und Fähigkeiten. Um diese Aufgabe zu bewältigen, musst du viele davon einsetzen. Begib dich zum Schatz. Okay, dann werde ich mich mal zum Schatz begeben. Wie gesagt, ich werde jetzt hier so nach und nach mein Toybox-Hub freispielen. Ich möchte die Achievements gerne machen und ich muss mal gucken, was kann denn Tinkerbell überhaupt? Okay, die macht mit Feenstaub rumwerfen. Die kann hier ganz süße Sachen. Ich habe auch noch gar keine Sidekicks, glaube ich. Oder? Wie ging das mit den Sidekicks? Warte mal. Da, Heldentaten, meine Sammlung speichern. Hier ist es nicht. Wo waren denn die Sidekicks? Ha, ich habe keine Ahnung. Und wie kann ich wieder landen? Hallo? Wow! Ich kann auf alle Fälle schnell fliegen. Guck mal. Cool. Aber ich muss ja irgendwie auch landen. Ah, so kann ich landen. Okay. Dann mal auf. Ich werde das mit den Sidekicks schon noch lernen. Okay, jetzt habe ich keinen. Jetzt gehe ich erstmal hier durch das Tor. Und ich freue mich sehr. Es war eine, die Abstimmung. Welches Spiel ich spielen soll, war wirklich Kopf an Kopf. Und ich habe so gebetet, dass es Disney Infinity wird, weil das Spiel einfach so nett ist. Und es war, als ich geguckt habe, lagen beide gleich auf. Also da waren irgendwie 14 zu 14 Stimmen oder so, glaube ich. Und ja, ich habe dann gedacht, gut, dann nehme ich Disney Infinity. Okay. Wow, ich bin die kleine Tinkerbell und ich war ganz schön schnell. Und wuhu! Ach, ich kann ja auch darüber fliegen, ne? Eigentlich soll ich aber hier die Bahn wahrscheinlich nehmen. Pass mal auf. Oh, na hoppla. Die anderen Charaktere, weißt du, nicht alle Charaktere können fliegen, deswegen. Jetzt aber. Oh. Die anderen springen da einfach rauf und dann fliegen die da los, ne? Auf dem Ding. Jetzt aber, genau das war mein Plan. Wow. Ich bin oben angekommen. Gut gemacht. Ich habe Tinkerbell auch noch nie gespielt, weil ich sie vorher nicht hatte. Ach, oh, guck mal, Finde wie alle versteckten schön. Funkenkapseln. Um sie alle zu sammeln, musst du eine Vielzahl von Bewegungen und Fähigkeiten einsetzen. Okay. Alle Funkenkapseln soll ich sammeln. Du kannst mir natürlich gerne auch mal reinschreiben, welche, upsala, welche Disney-Figur du gerne dann mal sehen möchtest zu spielen, weil ich habe sie jetzt ja, dadurch, dass es die Gold-Edition gibt, Toller alle. Start. Also ich habe alle Disney-Infinity-Figuren und sie sind bei mir auch alle Level 0. es lohnt sich Gut also für gemacht. mich tatsächlich, alle zu spielen. Einmal da oben. Pass mal auf, ich wechsle mal den Charakter. Ah, meine Sammlung, weil ich ja nicht mit ihr fliegen möchte, sondern ich möchte das ja schon. Ich nehme mal Freude, die ist auch niedlich. Fortfahren.
Yeah, ein Freudekostüm ist in der Toybox verfügbar und ein Poster von Freude. So, weil ich möchte ja hier schon den regulären, normalen Weg gehen, weißt du, ich kenne mich. Ich fliege sonst durch die Gegend mit der kleinen Tinkerbell. Guck mal, da sieht man noch gar nicht, das alles noch so ganz silber. Und ich habe mitgekriegt, ich habe mitgekriegt, viele von euch spielen auch Disney Infinity oder haben das jedenfalls. Huch. Haben das jedenfalls gespielt. Und da würde mich natürlich interessieren, spielt ihr das auch am Computer? Ich spiele jetzt ja am Computer, ne? Oder habt ihr das auf dem DS gibt's das und auf der Wii gibt's das, auf der PlayStation gibt's das, auf der Xbox gibt's das. Disney Infinity gibt's ja, glaube ich, für so ziemlich alle Konsolen. Und die haben halt... Ja, da muss ich rüber. Einmal warten. So, und die... Oh no! Und die haben halt irgendwann mal aufgehört, das zu supporten und haben gesagt, nee, wir machen jetzt auch keine neuen Sachen mehr entwickeln und so weiter und so fort. Und da war ich dann so sauer, als das im Sommer passiert ist, ne? Ich habe dann echt gedacht, oh nee, das finde ich jetzt echt blöd. Jetzt hat man das schon angefangen und man hat die Figuren gekauft und gesammelt und gemacht und so. Und dann sagt Disney, nö, wir machen das jetzt nicht mehr. Es lohnt sich für uns irgendwie nicht. Da war ich echt sauer, weil sich das so angehört hat, als ob man es dann einfach nicht mehr spielen kann. Und obala. Und das fand ich dann schon echt richtig doof. Jetzt haben sie es ganz gut gelöst, finde ich. Man kann das auf Steam, also für den Computer, immer noch kaufen. Und die Funken nicht vergessen. Und zack. Aber es wird halt nichts Neues weiterentwickelt. Ne? Man kann die Sachen noch holen, die es gibt. Und wenn du das auf Steam holst, dann hast du automatisch diese Gold Edition. Ich glaube, ich will da drüben erstmal hin. Diese goldene Edition. Und die beinhaltet halt alle Toyboxen und alle Charaktere. Das finde ich mega cool, weil mir fehlten noch Toyboxen. Und ich weiß, Kummer könnte eigentlich auf den Wolken stehen. Die kann da drauf laufen. Aber ich mache das jetzt hier mit Freude. Komm her. Oh, bala. Genial. So, und das, was ich jetzt hier mache, ist übrigens eigentlich eher so das, also ich sag mal das Tutorial, ne? Ich hab, das ist wirklich nur zum Kennenlernen deines Toybox-Hubs und so weiter und so fort. Dafür ist das eigentlich gedacht und da tauchst du so in ein bisschen unterschiedliche Welten, so wie ich jetzt hier zum Beispiel in diesen Ewok-Wald, wo man schnell abstürzen kann, wie man sieht. Oh! Weil ich kann's halt. So, ich muss weiter da hoch, oder was? Ich husch mal hier weiter. Ich finde das schon. Ich werde es schon finden. Du wirst sehen. Ich werde übrigens keine unterschiedlichen Playlisten machen, habe ich mir überlegt. Ich habe überlegt, wie mache ich das denn? Weil ich werde ja Playsets spielen und ich werde Toybox-Hubs, also im Toybox-Hub unterwegs sein und unterschiedliche Sachen einfach. Okay, pass auf. Ich nehme mal Kummer. Achtung. Zack. Weil bei Kummer jeder Charakter kann auch immer unterschiedliche Sachen. Und bei Kummer zum Beispiel lösen sich die Wolken nicht auf. Ist es nicht praktisch? Auch wenn sie sehr traurig aussieht, die kleine süße Kummer. Aber da kann man sich mehr Ruhe lassen. Das heißt, du kannst dir immer die Charaktere... das war knapp. Die Charaktere raussuchen, mit denen du die Sachen am besten meistern kannst. Und dadurch, dass man jetzt auch alle Charaktere hat, kann man natürlich auch die ganzen Playsets auf 100% machen. Das konnte ich ja immer gar nicht. Das heißt, ich werde sicherlich auch nochmal ins Alles steht Kopf Playset reinstöbern und da mal ein Level spielen. Und dummerweise muss ich das auch komplett alles... Mal warten. Zack. Da muss ich springen. Dummerweise muss ich das komplett auch nochmal alles von vorne machen. Das ist ein bisschen frustrierend, leider. Obala. Weil alles wirklich auf Null ist. Also ich muss da wirklich nochmal neu anfangen. So. So. Da ist noch einer. Fast geschafft.
Und guck mal, sind die hier nicht niedlich, diese Ewoks? Ah, die sind so süß. Okay, fast geschafft, hat er gesagt. Jetzt muss ich da drüben hin. Und obala, auf dem Baum gelandet. Huch. Okay, da drüben muss ich hin. Gibt's von hier einen Weg? Ja, guck mal, da gibt es schon mal einen Fahrstuhl hoch. Dann nehme ich doch mal den Fahrstuhl. Ha, aber da komme ich jetzt ja so nun nicht rauf, oder? Nee. Ah, doch. Ah, und dann geht's da weiter. Okay. Kriegen wir das hin, Kummer? Oh, nee, ich glaube, da nehme ich... Haha, ich kann jetzt hier so schön durchwechseln. Ich mag das. Komm her, jetzt nehme ich Tinkerbell und fliege da einfach hoch. Einfach, weil ich's kann. Guck mal, sie hüpft so süß. Ah, die ist echt niedlich. Ich freue mich sehr, dass ich sie jetzt habe, die kleine Tinkerbell. Weil, wie gesagt, die hatte ich ja vorher gar nicht, ne? So, guck mal. Bin ich da jetzt richtig? Weißt du nicht, dass ich dann gleich abstürze? Tada! Du hast es geschafft! Ich hab's geschafft! Hurra! Yeah, und Tinkerbell ist ein Level aufgestiegen. Abenteuerportal freigeschaltet. Wenn du gerne springen, klettern und höheres Gelände erkunden möchtest, dann ist das hier der richtige Ort für dich. Begib dich jederzeit ins Expeditionsabenteuerportal, wenn du neue Höhen erkunden willst. Ja, das mache ich bestimmt, aber erstmal... Deine Figur ist ein Level weiter. Das hier ist der Fähigkeiten-Kiosk, okay. Dein direkter Zugriffspunkt auf den Fähigkeitenbaum. Du hast Fähigkeitenpunkte, die du ausgeben kannst. Besuche jetzt den Fähigkeiten-Kiosk, um Upgrades zu kaufen, die deine Charaktere noch leistungsfähiger machen. Ja, das gibt's auch. Das zeige ich dir gleich auch noch. Ich schnapp mir jetzt hier, guck mal, ist das nicht... Normalerweise können ja die Charaktere nicht fliegen. Aber ich habe jetzt ein Jetpack. Damit könnte jeder Charakter fliegen und das ist auch sehr niedlich. Guck mal. Yeah, ich bin Buzz Lightyear. Wuhu! Da unten muss ich hin. Wow. Okay, gut gelandet, Tinkerbell. Du bist so eine süße Maus. So, jetzt gehe ich hier hin. Man könnte das übrigens auch machen, indem man Escape drückt. Also das könnte man auch machen und dann kann man hier seine ganzen Wähle Charaktere einen leveln. Fähigkeitenbaumreiter. Jeder der anderen Reiter oben auf dem Fähigkeitenbaum enthält eine spezielle Kategorie an verwandten Fähigkeiten, die erworben oder aktualisiert werden können. Also, ich zeige dir das mal. Jetzt hat man hier die Möglichkeit, Über diese Fähigkeitenbaumreiter. Ja, er erzählt immer so viel. Aktualisieren, indem du ihre aktuellen Fähigkeiten verbesserst und neue erwirbst. Manche Fähigkeiten bleiben gesperrt und sind erst verfügbar, wenn eine angrenzende Fähigkeit erworben wurde. Die wertvollsten Fähigkeiten sind teurer. Aber jedes Mal, wenn deine Figur im Level aufsteigt, werden mehr Fähigkeitenpunkte gewährt. Wähle eine Fähigkeit, die du gerne erwerben würdest. So, hier gibt es dann zum Beispiel einen Spezialmove. Den kann ich mir aber noch nicht leisten. Aber guck, hier steht immer der Preis. Das kostet 1 und ich habe jetzt 1 Punkt auch nur. Deswegen, ja, mal gucken. Fernkampf ermöglicht, auf den Boden zu schmettern, wenn ich es antippe. Ein von ihm gehaltenes... Oh. Ich nehme erstmal Gesundheit. So, ja. Du hast gerade deine erste Fähigkeit erworben. Kehre häufig zum Fähigkeitenbaum zurück, um deine Figuren zu aktualisieren. Diese Upgrades erweisen sich im weiteren Verlauf von Disney Infinity als besonders wertvoll. Yay! So, und jetzt habe ich, also, den ersten Teil habe ich schon freigeschaltet. Der nächste Teil kommt natürlich bestimmt. Ich habe hier jetzt ja noch so ein bisschen was. Oh, voilà. Oh, ich bin schon wieder ein Level aufgestiegen. Mensch, das geht ja schnell hier, Tinkerbell. Du bist ein rasender Leveler. Ich werde in das nächste Gebiet gehen. Und zwar werde ich mich da mit den Sidekicks beschäftigen. Allerdings mache ich das dann in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Sag bis morgen. Ciao, ciao. Deine Damakash.